Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2016. Wir sind heute beim Finale der zweiten Saison beim großen Preis von Abu Dhabi und ja, ich hoffe, dass wir die Saison hier so gut beenden können, werden sozusagen. Wir sind hier jetzt am Anfang unseren Run bei der Streckenakklimatisierung im Training und ja, das war mehr oder weniger kein Problem, wie das eigentlich immer der Fall ist. Ihr könnt es dort oben in der Ecke sehen. Wir haben 50 von 50 möglichen Ressourcenpunkten erhalten und ja, das war alles mehr oder weniger easy. Ja, Leute, wir sind beim letzten Rennen dieser Saison. Es ist echt schnell vorbeigegangen, muss ich sagen. Das habe ich nicht erwartet und ich freue mich sehr auf die nächste Saison, weil wir werden dort viele, viele Ressourcenpunkte haben, die wir dann, ja, verballern können werden für richtig, richtig viele Upgrades. Ihr seht hier diesen geilen Shot von oben aus diesem Hotel. Das fand ich richtig geil. Also eine richtig, richtig coole Kameraposition. Und ja, dann machen wir weiter mit der Streckenakklimatisierung. Ist das die Streckenakklimatisierung? Nein, es ist nicht, es ist das Reifenmanagement. Die Streckenakklimatisierung haben wir gerade gemacht. Kai, halt die Fresse. Und ja, ihr seht hier gerade die letzten paar Kurven von unserer letzten Runde. Ihr seht, bisher waren wir auf allen Runden im leadernden Bereich sozusagen mit der Reifenabnutzung. Ach, hier nochmal wundervoll mitgenommen, die vorletzte Kurve. Aber ja, das hat uns auch nicht mehr allzu viel gekostet. Wir kommen durch die letzte Kurve und konnten auch hier bei diesem Test 50 von 50 Ressourcenpunkten mitnehmen. Wir springen jetzt weiter in den letzten Test hier im Training. Und zwar ist das die Qualifying Pace oder das Qualifying Tempo auf Deutsch. Und ja, auch dort lief es ganz okay. Es war schwer, so an die ganz gute Zeit ranzukommen. Man bekommt ja immer am Anfang so eine Zeit, ja, wenn man die schlägt, bekommt man 30 Ressourcenpunkte. Und ja, dann bekommt man noch eine Zeit vorgeschrieben. Wenn man die dann toppt, dann bekommt man 50 Ressourcenpunkte. Aber leider war es mir irgendwie nicht möglich, aus irgendeinem Grund an die ganz starke Zeit ranzukommen, sozusagen, für die man dann 50 Ressourcenpunkte erhalten würde. Von daher hat es am Ende leider nur gereicht für 30, aber das ist immer noch voll okay. Ihr seht, am Ende waren wir dann auf Position 11, allerdings waren wir auch mit die einzigen, die auf den Ultrasofts gefahren sind. Dann gucken wir uns nochmal die Ressourcenpunkte an, die wir jetzt von diesem Training oder durch dieses Training dazu bekommen haben. Ihr seht, das sind 196. Wir haben jetzt schon 3408. Also das wird so cool am Anfang der nächsten Saison. Ich freue mich da schon sehr drauf und ja, ich hoffe, dass wir uns ein paar ordentliche Upgrades leisten können werden und dann vielleicht eins der besten Teams sein können in der nächsten Saison und um die WM mitfahren können. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ihr seht hier jetzt gerade unsere schnellste Runde aus Q1 und ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir haben es aus Q1 relativ locker rausgeschafft eigentlich. Das war jetzt nicht so das Problem. Generell ist Abu Dhabi eher eine Strecke, die ich ziemlich mag, muss ich sagen. Also ja, ich habe doch ziemlich coole Erinnerungen dran, sag ich mal, aus der letzten Saison. Dort hatten wir ein Hammerrennen hier und ja, auch jetzt in Q1 war das mehr oder weniger easy. Ihr seht, unser Teamkollege hat es auf Platz 12 rausgeschafft aus Q1 und wir auf Platz 14, also ja, voll okay. Ich meine, das Wichtigste ist, dass man halt rauskommt, egal auf welcher Position. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf unsere schnellste Runde in Q2 und ja, gucken mal, was wir dort so reißen können. Also mir war es irgendwie schon klar, dass Q3 sehr, sehr schwer wird. Das wäre fast eine Kunst gewesen. Nice Abkürzen da gerade. Ja, es wäre eine Kunst gewesen, in Q3 zu kommen. Aber ja, mit der Runde hier in Q2 war ich ganz zufrieden. Wir kommen durch die letzte Kurve und über die Linie fahren eine 1:40.766, wenn ich das da gerade richtig erkannt habe. Und das bringt uns am Ende auf Platz 12, also mehr oder weniger die perfekte Startposition. Platz 11 wäre noch ein bisschen besser gewesen. Aber Leute, direkt vor uns ist unser WM-Rivale, Valtteri Bottas. Dazu sage ich dann gleich nochmal am Anfang des Rennens was. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Startposition. Damit war ich wirklich zufrieden. Und ja, wir gucken uns jetzt nochmal an, wie viele Ressourcenpunkte wir dazu bekommen. Ihr seht, wir haben 80 nochmal, ja, hinzubekommen. Haben jetzt 3498. Und ja, dann gucken wir uns nochmal die Rivalität an. Dort zerstört uns Button. Ja, ist einfach in einem viel besseren Auto. Also der McLaren ist viel, viel stärker mittlerweile als wir in unserem, also als unser Renault. Von daher lässt sich da einfach nicht viel machen. Aber in der Fahrerposition kommen wir immerhin jetzt einen Platz nach vorne und wieder in den lilanen Bereich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns mal das Ziel unseres Teams für das Rennen an. Okay, Leute, Platz 13 oder besser und unseren Teamkollegen Kevin Magnussen besiegen. Ja, das sind so die Mindestziele, sag ich mal. Ich hoffe, dass wir die Saison, alles klar, Kai, die Saison, auf einem Hoch beenden können sozusagen. Vielleicht so in den Top 5 oder so, auch wenn das eine sehr, sehr hohe Erwartung ist. Aber ich würde sagen, Leute, ohne weiter drum zu labern, legen wir direkt los mit dem letzten Rennen dieser Saison hier in Abu Dhabi und gucken einfach mal, was wir so reißen können.
Funk zu Ende. Okay, Leute, hier sind wir jetzt also in der Startaufstellung beim letzten Rennen in dieser zweiten Saison von F1 2016. Wir kämpfen sozusagen noch um Platz 7 in der Fahrer-WM. Um dorthin zu kommen, müssen wir Valtteri Bottas, der momentan diesen siebten Platz hat, um 8 Punkte... Wir müssen 8 Punkte mehr holen in diesem Rennen als er. Und ja, das wird nicht leicht, aber das wird so das Ziel sein, weil dann wären wir auf Platz 7 und sozusagen... Ja, so best of the rest, mehr oder weniger kann man sagen, weil vor uns wären dann nur die drei großen Teams, Mercedes, Ferrari und Red Bull. Und das wäre schon ziemlich cool, wenn wir das noch schaffen könnten. Dafür müssen wir halt mindestens Sechster werden. Dann hätten wir 8 Punkte und Bottas dürfte dann keine Punkte holen. Also es wird nicht leicht, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was Bottas macht, aber ja, wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben und hoffentlich reicht es am Ende, um diesen siebten Platz uns zu sichern. Gutes Deutsch schon wieder. Und ja, auch die Fahrer-WM ist an der Spitze noch nicht entschieden. Dort gibt es drei Fahrer, die um die WM kämpfen noch im letzten Rennen. Und zwar ist das Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Also das wird auch interessant zu sehen sein, wie das dort ausgeht. Aber das betrifft uns ja nicht wirklich so. Wir nehmen hier ein bisschen mehr Benzin mit. Die Rennstrategie könnt ihr hier gerade sehen. Das ist eine 2-Stop. Okay, Leute, ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen angepasst, wie ihr sehen könnt. Mal gucken, ob wir das genau so machen werden, aber ja, das sieht ganz sinnvoll aus, finde ich. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir an den Start hier beim letzten Rennen der Saison. Und ich hoffe, dass wir nochmal einen guten Abschluss zu dieser Saison hier raushauen können. Da kommen die 5 Rundenlichter zum letzten Mal in dieser Saison, wie gesagt. Und es geht los hier beim großen Preis von Abu Dhabi. Ich sehe gerade Max Verstappen, einer der WM-Kandidaten, startet nur auf Platz 10. Das ist sehr, sehr interessant, wir gehen einfach mal ganz vorsichtig hier in die erste Kurve. Wir wollen nichts Dummes riskieren, ne? Das soll hier ganz, ganz entspannt irgendwie werden. Ich will nichts Dummes hier machen. Und ja, ich denke, wir werden in diesem Rennen noch ein paar Chancen bekommen, um Leute zu überholen. Jetzt über außen vorbei an Haryanto und Verstappen. Jetzt haben wir die Innenseite für diesen Eingang in diese Schikane, sage ich mal. Oh, da ist irgendein Williams innen. Felipe Massa ist das, aber ihn werden wir jetzt wahrscheinlich bekommen. Und sind dadurch dann schon vor auf Platz 8, Leute. Okay, also das war ein sehr, sehr guter Start. Besser als erwartet. Und ich glaube, wir konnten Bottas schon hinter uns lassen, oder? Ja, Bottas ist hinter uns. Da sieht man ihn gerade. Okay, Leute, nice. Ah, da kommt Massa jetzt allerdings. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm eventuell. Wir müssen später bremsen als er. Ja, das war nicht wirklich später gebremst. Ah, wir haben die Innenseite für diese Kurve. Er hat die Innenseite für die nächste Kurve. Vielen Dank für den Platz, Massa. Sehr, sehr nett von dir. Okay, aber wir konnten vorne bleiben fürs Erste. Oh, die sind hier ziemlich langsam unterwegs gerade. Ich weiß nicht, was da so ganz los ist. Aber ich hoffe mal, die machen so weiter. Weil, wie gesagt, wir brauchen mindestens einen sechsten Platz, um überhaupt eine Chance zu haben auf Platz 7 in der WM. Oh, innen vorbei an Fernando Alonso. Er hat sehr, sehr früh gebremst. Wir müssen ihm innen den Platz lassen, weil er, glaube ich, noch da war. Und wir sind vorbei, Leute. Sehr schön. Oh, innen vorbei an Kimi. Das ist eigentlich keine Kurve, in der man überholt. Und ich hatte es auch nicht so wirklich vor. Aber er hat irgendwie so komisch früh gebremst, Leute. Und jetzt sind wir vor auf diesem sechsten Platz, den wir brauchen. Wie gesagt, aber direkt hinter Kimi ist auch schon Bottas. Also solange er Punkte holt, wenn wir Sechster sind, dann wird das nichts. Okay, Leute, also komischerweise können wir hier ganz gut mithalten. Und das, obwohl Vettel auf den Ultrasofts ist. Rosberg davor ist, glaube ich, auch nur auf den Supersofts, so wie wir. Also das ist, ja, eine interessante Strategie davon, Mercedes, sage ich mal. Perez ist momentan Dritter, allerdings auch auf den Ultrasofts, schätze ich mal. Und ja, so wird es auch sein. Vettel und Perez gehen nämlich an die Box. Und auch die beiden, die das Rennen angeführt haben, also Ricciardo und Hamilton, die WM-Rivalen sozusagen. Und dadurch sind wir jetzt vor auf Platz 2. Oh, wir werden sogar DRS auf Rosberg bekommen und das könnte sogar mehr oder weniger reichen für uns. Ja, und das wird es auch. Easy vorbei an Rosberg und auch Kimi. Ja, der Mercedes ist allgemein nicht so stark hier in unserer Saison. Ich glaube, die sind insgesamt nur das viertbeste Team. Und könnt ihr glauben, was ihr seht, Leute? Wir führen den großen Preis von Abu Dhabi gerade an. Und ja, das ist sehr, sehr cool. Das habe ich nicht erwartet. Da kommt Kimi jetzt allerdings. Kimi hat ja auch eine sehr, sehr gute Pace. Auch auf den Supersofts, genauso wie wir. Wir müssen ein bisschen später bremsen als er. Haben die Innenseite jetzt. Und sind vorne geblieben, Leute. Nice. Guckt euch mal dieses Podium an, Leute. What the fuck. Oh, Leute, wir haben gerade ein Doppelpodium für Renault. Das ist unglaublich. Oh, Hülkenberg, der die ganze Zeit hinter uns war, geht an die Box. Okay. Und auch unser Teamkollege. Also eine Runde früher als wir. Das heißt, er wird einen Undercut auf uns bekommen. Das ist scheiße. Aber dafür haben wir dann ganz am Ende des Rennens die Ultrasofts. Und ich glaube nicht, dass die KI die Ultrasofts haben wird. Ich denke, die gehen jetzt auf Softs.
oder so und danach nochmal auf Supersofts oder halt andersrum, aber auf jeden Fall werden die noch einmal die Softs und die Supersofts fahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir fahren jetzt die Softs danach und dann die Ultrasofts zum Schluss des Rennens. Also das könnte echt richtig, richtig gut hier für uns werden. Okay, Leute, Runde 10. Wir kommen jetzt an die Box für unseren ersten von zwei Stops. Wir müssen die Einfahrt hier jetzt gut hinbekommen, damit wir keine Zeit verlieren oder möglichst wenig Zeit. So, ja, das war ganz gut. Ich hoffe, dass uns unsere Jungs jetzt nochmal einen guten Stop geben. Das wird der vorletzte Stop in dieser Saison sein. Wenn alles nach Plan verläuft, sage ich mal. So, komm schon. Haut nochmal einen raus hier. Ja, 2,7. Na, das ist nicht so gut. Ich hoffe, dass wir vor dieser großen Gruppe rauskommen können. Also vor dieser zweiten großen Gruppe, wo unser Teamkollege auch mit drin ist. So, vorsichtig bei dieser Boxenausfahrt. Da habe ich schon oft mein Leben beendet, sage ich mal. Ja, und das sieht gut aus. Wir werden genau vor dieser Gruppe rauskommen, also so wie ich es gehofft habe. Ah, da ist irgendjemand innen. Das ist nicht so gut. Wer war das? Sainz. Wir kommen raus auf Platz 4, Leute. Platz 4. Oh mein Gott, Leute. Button und ich glaube, das ist Kwiat da vorne. Gehen an die Box. Dadurch sind wir in diesem fucking Rennen. Jetzt auf Platz 2, ey. Die Motorleistung fällt geringfügig. Oh, fuck you. Okay, da kommt Hülkenberg jetzt. Ich will nicht betteln. Fahr bitte einfach. Bitte. Fahr ganz easy. Er ist auf anderen Reifen. Wir sind am Ende auf den besseren, also... ja, macht das keinen Sinn. Er hat nämlich richtig hart auch auf uns aufgeholt. Also, ja, Leute, ich bin gerade richtig im Konzentriermodus, wie man sieht. ja, weil das könnte echt ein richtig geiles Rennen hier für uns werden, vom Ergebnis her, meine ich. Hamilton war an der Box, Leute. Dadurch sind wir Zweiter. Das hat mich gerade voll überrascht. Oh, Safety Car. Oh, richtiges Glückfest für fucking Hamilton. Oh, und Bottas ist draußen. Bottas ist draußen. Genauso wie Verstappen. Das war's mit der WM für ihn. Okay, Leute, nice. Holy shit, was ist hier passiert? What the fuck, hier stehen einfach 50 Autos so in der Wand. Ich war hier einfach gerade so am durchscrollen durch diese Wiederholung. Aber das ist ja mal sehr interessant. Okay, weiter geht die Wiederholung, hat leider nicht zurück. Aber es sieht so aus, als wäre der Männer da. Von wem auch immer, wer ist das denn? Wer ist das? Ich sehe den Helm nicht. Haryanto, er ist in die Wand gefahren. Und dann passierte das hier irgendwie. Und dann kam da hinten, glaube ich, auch noch Bottas an. Oh, what the fuck, was geht? Okay, Leute, das ist Bottas jetzt. Was macht er? Okay, er ist sehr intelligent unterwegs anscheinend. Und wahrscheinlich hat er auch Verstappen dadurch rausgehauen, schätze ich mal. Oh, da ist Verstappen, chillt hier einfach gerade und dann kommt da Bottas an. Das ist so witzig, ey, Alter. Holy shit. Okay, Leute, jetzt müssen wir überlegen, was wir mit der Strategie machen, ey. Das ist jetzt entscheidend, eventuell. Oh nein! Nein, wir haben keine Softs mehr. Ich wollte auf noch einen Satz Softs jetzt wechseln, weil dann könnten wir wahrscheinlich zu Ende fahren, aber wir haben keine Softs mehr. Ah, das ist behindert. Okay, Leute, aber das bedeutet auch, wir brauchen mindestens einen sechsten Platz. Dann ist uns dieser siebte Platz in der Fahrer-WM sicher. Und das wäre ja mal Hammer, ey. Oh, ich hoffe mal, dass die jetzt nicht alle auf Softs gehen und durchfahren. Das wäre jetzt so nervig. Das würde uns das ganze Rennen kaputt machen, ne? Oh, Hülkenberg bleibt auch draußen. Okay, das ist überraschend. Kimi geht rein. Okay. Und Hamilton, der gerade gestoppt hat, ist auf Supersofts, okay. Das wird sehr, sehr schwierig. Oh, das wird schwer. Das wird schwer für uns, ja. Ey, dieses Safety Car hilft uns hier gerade gar nicht. Das ist eher richtig scheiße für uns eigentlich. Oh, das kam auch lange nicht mehr vor, dass wir das Safety Car so gesehen haben, ey. Okay, aber hoffentlich bleibt das jetzt lange draußen. Also so lange wie möglich. Das ist das Beste für uns. Weil, wie gesagt, die sind jetzt auf Supersofts. Das heißt, die werden schneller sein als wir. Und das macht uns das gerade so ein bisschen kaputt. Weil Hamilton hat jetzt so einen gratis Stop bekommen, sozusagen. Ich meine, er war Erster... ist jetzt Dritter, also er hat eigentlich nichts verloren, mehr oder weniger. Und, ja, uns hilft das gerade gar nicht. Das ist echt richtig scheiße, dieses Safety Car. Also, wenn wir Softs gehabt hätten noch, aber wir haben leider keine zwei Sätze Softs gehabt, dann wäre das richtig cool. Weil dann wären wir jetzt auf Softs gegangen und dann könnten wir zu Ende fahren, wahrscheinlich. Aber, ja, haben wir halt leider nicht, ne? Oh, alternative Strategie von Jeff. Oh, what the fuck. Nee, lass mal, Alter. Okay, Leute, was man überlegen kann, ist auf die Supersofts zu gehen. Die halten nämlich 10 Runden ungefähr. Wir haben vorhin 10 Runden auf denen gemacht. Oh, Hülkenberg, das war gerade eng. Das scheiß Safety Car kommt rein. Oh, fuck. Ich weiß, ist es schlauer, jetzt auf Supersofts zu wechseln, direkt? Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Ich bin gerade echt am Überlegen. Also, theoretisch verliert man ja jetzt weniger Zeit. Alles klar, Hamilton, wie geht's dir? Weil ich meine, jetzt sind ja alle noch so eng zusammen. Die werden miteinander betteln so ein bisschen. Und wenn wir nachher stoppen...
Nee, komm, scheiß drauf. Wir machen das einfach, wie es geplant war. Dafür haben wir dann auch am Ende die Ultrasofts. Das ist, glaube ich, besser. Okay, Leute, es geht los. Hülkenberg hat einen guten Restart bekommen. Wir auch. Es war vernünftig, aber wir konnten ihn leider nicht überholen. Aber Hamilton konnte uns auch nicht überholen. Also das war okay. Oh, da kommt Hamilton. Komm schon, Windschatten von Hülkenberg. Rette mich. Nein. Oh, wir sind nicht so ganz schnell auf der Gerade. Aber wir können vielleicht später bremsen. Oh nein, absolut nicht. Hamilton verbremst sich aber. Wow. Danke dafür, Mann. Willst du mir noch mehr Zeit verschwenden? Ich glaube, wir haben einen Haas weggedreht, oder? Okay. Okay, Leute. Onboard mit Gutierrez. Ich glaube, wir haben ihn gerade rausgehauen. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay. Ja, mehr oder weniger haben wir ihn rausgehauen. Sorry dafür. Fucking Curb, Mann. Okay, Leute. Kleine Planänderung. Wir kommen jetzt rein für Supersofts. Genauso wie Hülkenberg. Ich hab gerade gemerkt, wir haben keine Pace auf diesen Softs. Wir sind so viel langsamer als alle anderen. Oh, sorry, Magnussen. Als alle anderen, die auf den Supersofts waren. Und ja, da hatte ich gerade gar keinen Bock drauf. Deswegen wechseln wir jetzt auf die guten alten Supersofts. Sorry, Magnussen, wie gesagt. Und ich glaube, wir haben Hülkenberg überholt, oder? Ja, da hinten ist er. Wow, er wurde richtig aufgehalten. Okay, Leute, sehr gut. Ah, und das war übrigens der letzte Stop jetzt in dieser Saison. Sind das bitte frische Supers? Ja, okay. Ich hatte die Befürchtung, dass wir keine frischen Supersofts mehr haben, aber hatten wir. Und ich glaube, das ist jetzt das Schlauste, weil wir hätten so viel Zeit verloren auf diesen Softs im Vergleich zu den Leuten auf den Supersofts. Das wäre richtig nicht geil gewesen. Da sind jetzt welche an der Box. Das wird uns ordentlich nach vorne bringen, und zwar auf... Oh, ich kann gerade nicht hochschauen. Oh, auf Platz 10, okay, Leute. Oh, das... Hülkenberg auf Ultrasofts! Er kann nie im Leben 10 Runden auf Ultrasofts fahren. Hat er gleichzeitig gestoppt wie wir. Oh, ist ja dumm. Oh mein Gott, das ist der größte Fehler seines Lebens. Okay, da sind noch weitere an der Box. Das wird uns ordentlich nach vorne bringen. Und zwar auf den 6. Platz. Also die Position, die wir brauchen, um Platz 7 in der WM uns zu sichern. Okay. Ah, Hülkenberg ist schon direkt an uns dran. Aber er hat, wie gesagt, in Runde 18 gestoppt. Genauso wie wir. Und man kann nicht 10 Runden auf Ultrasofts fahren. Man kann 10 Runden gerade so auf Supersofts fahren. Also von daher hoffe ich mal, dass er uns jetzt einfach ganz easy überholt. Und dann, ja, sehen wir uns wieder, wenn er nochmal stoppt und wir vor ihm sind wahrscheinlich. Oh, das war eine wundervolle Linie, Kai. Sehr gut. Okay, Hülkenberg, bitte fahr einfach. Mach jetzt keinen Stress. Bitte. Komm. Ich will das echt nicht verteidigen, weil das macht keinen Sinn. Er wird eh nochmal stoppen gleich. So, fahr. Und okay. Oh, da sind noch mehr an der Box. Das wird uns vorbringen auf Platz 5, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und Kimi wechselt auf die Softs mit 6 Runden vor dem Ende. GG Ferrari, ey. Oh, ich bin gerade so am Sweaten. Ich war gerade richtig ernst. Ich rede auch deswegen nicht so viel. Also, sorry dafür. Ich will unbedingt hier nochmal die Saison mit einem guten Ergebnis abschließen, sag ich mal. Und das ist hier auf jeden Fall drin. Also, ich wäre enttäuscht, wenn wir nicht aufs Podium kommen, muss ich sagen. Also, ja, der Sieg ist, glaube ich, weg. Der geht an Hamilton höchstwahrscheinlich. Aber das Podium müsste eigentlich noch drin sein, wenn alles gut läuft. Oder Sainz jetzt an der Box. Das bringt uns vor auf Platz 4. Da kommt Kimi allerdings. Holy shit. Das ist überraschend, dass er so eine Pace auf den Softs hat. Wir hauen aber einen nice kleinen Switchback raus. Oh nein, aber er ist vorbei. Scheiße. Oder geht jemand an die Box? Das müsste Hülkenberg sein jetzt eigentlich. Und ist es auch okay, das war klar, dadurch sind wir Vierter. Wer ist eigentlich Zweiter? Das weiß ich gerade nicht. Also ich meine, Hamilton führt, Kimi ist Dritter, aber keine Ahnung. Vielleicht ist es ja Alonso oder so. Weil ich meine, ich sehe Button hier gerade hinter uns auf Platz 5. Vielleicht ist Alonso ja noch weiter vorne. Aber ich meine, McLaren ist ja mittlerweile sehr, sehr stark hier in unserer Saison. Also es könnte gut und gerne sein, dass Alonso da auf Platz 2 rumgammelte. Es ist sogar noch halbwegs knapp mit Button um Platz 5, glaube ich. Weil er hat ein viel schnelleres Auto als wir. Ja, dafür ist er halt auf den Softs, aber... Ja, ich weiß nicht, das macht irgendwie nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. Das haben wir ja vorhin mit Kimi gesehen. Ah, okay, also Hamilton werden wir nicht bekommen. Es war Ricciardo auf Platz... Der auf Platz 2 die ganze Zeit war, nicht... nicht Alonso, da kommt Button jetzt über außen in der ersten Kurve. Ist sehr, sehr eng. Oh mein Gott, aber... Mann, das ist halt ärgerlich, wenn man einfach nichts dagegen machen kann, mehr oder weniger. Okay, wir konnten irgendwie vorne bleiben. Da hinten ist auch schon Rosberg. Wir sind jetzt momentan auf dem Podium. Okay, da kommt Button jetzt mit der S. Und auch Rosberg, ah ja. Mann, ey. Dieses Safety Car hat uns dieses Rennen so kaputt gemacht, das ist nicht mehr normal. Ah ja, Button werden wir nicht mehr kriegen in dieser Kurve. Danke für diesen fetten Curb Code Masters.
So, komm schon. Immerhin Rosberg können wir doch hoffentlich wieder zurückbekommen. Da hinten ist irgendwas passiert. Innen vorbei mit DRS. Ja, bitte, 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 bitte. Er ist noch innen gewesen, aber wir haben ihn. Ja, also ich hoffe, dass wir zumindest uns diesen sechsten Platz sichern können, den wir, wie gesagt, brauchen. Für den siebten Platz in der Fahrer-WM. Holy shit. Okay, Leute, hier sieht man, was passiert ist so ungefähr. Also Vettel steht aus irgendeinem Grund da, wo er steht. Dann kommt Magnussen und macht das. Und ich glaube, beide sind draußen. Nein, dann kommt auch noch Perez oder so. Oder ein Force India unten. Wow. Holy... Alter, Magnussen wurde getötet. Magnussen ist absolut tot. Wow. Okay, Leute, noch einmal aus dieser TV-Perspektive. Das sieht, denke ich, ziemlich cool aus, hoffentlich. Wer war das denn, der ihn da hingerichtet hat? Ein Sauber, okay. Keine Ahnung welcher, aber auf jeden Fall ein Sauber. Und das ist ja einfach mal krass, wie hoch er auch in der Luft... Na... Oh Gott, das finde ich gerade viel zu lustig irgendwie, ne? Das sollte man gar nicht so witzig... Wow. Ah, das war ein heftiger Unfall. Das könnte... Komm, das... Bitte. Wenn jetzt noch ein Safety Car kommt, dann werden wir gerettet. Weil jetzt haben wir Ricciardo und Rosberg direkt hinter uns. Und die sind beide schneller, ey. Oh, da kommt Rosberg jetzt. Über außen auch... Und auch Ricciardo. Oh, ein bisschen später bremsen als Rosberg. Oh, ihm wenig Platz da lassen. Ja, und... Okay, wir bleiben vorerst vorne, aber das wird sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, wenn wir Sechster werden, dann bin ich zufrieden. Da kommt jetzt auch schon irgendein Männer und noch jemand, also... Ja, Platz 6, das Maximum. Ich glaube, dieses Safety Car hat es uns ziemlich kaputt gemacht. Also ohne den Safety Car wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber, ja. Das kann man nicht ändern, ne? So ist das halt manchmal. Oh, Sainz ist das da hinten, okay. Ich hoffe, dass wir jetzt zumindest, wie gesagt, Platz 6 holen können. Das wäre ganz cool. So, da kommt Rosberg jetzt. Ja, okay, ja, da kann man halt nicht viel machen. Oh, Ricciardo ist sogar noch schneller. Holy shit. Oh, die werden nebeneinander in diese Kurve gehen. Das könnte... Na, die gehen doch nicht nebeneinander rein. Nice, Ricciardo. Willst du vielleicht noch ein bisschen früher bremsen? Oh, ich habe jetzt auch noch einen orangenen Frontflügel. Oh, Mann, ey, das... Scheiße. Okay, Leute, wir starten unsere letzte Runde. Und wenn wir diesen sechsten Platz noch verlieren, dann bin ich der traurigste Mensch der Welt, ey. Oh, das wird brutal, ey. Das wird so... Oh Gott, ich sehe schon kommen, so ein scheiß Männer auf der Gerade, da ist nicht mit zu spaßen. Okay, da ist Haryanto durch, Sainz auch eventuell, wir müssen jetzt so spät bremsen, wie es nur geht. Komm, es geht um Platz 7 in der WM, Mann, Kyle. Streng dich mal an, Alter. Oh, er ist noch da. Oh, er lässt uns wenig Platz, aber wir bekommen ganz guten Ausgang. Wer hat jetzt DRS? Er hat DRS, nice, fantastisch. Oh, wir müssen das Benzin runterstellen, so, da kommt er jetzt, da kommen alle, nein! Wow. Wow, ey, ist der dumm, bist du... Junge! Wo willst du da hingehen? Das ist doch kein... Wo denn? Da, jetzt entscheidet... Warte. Jetzt entscheidet... Er will dahin, in diesen Platz. Das ist doch gar nichts. Dahin, dann weiß er jetzt... Oh, shit, I fucked up. Dann geht er rüber und fickt uns raus. Ja, Leute, das war's. Das war's. Ey, unfassbar. Ich komme da gar nicht auf. Und er kann noch weiterfahren. Er kann noch weiterfahren. Und wenn er keine Strafe dafür bekommen hat, dann komme ich gar nicht klar. Hat er wahrscheinlich nicht. Ja, Leute, das war's mit diesem Rennen für uns. Ah, ich kann mich gar nicht richtig drüber aufregen, weil... Ich weiß nicht. Also es ging jetzt nicht um die WM oder so, aber es ist schon enttäuschend. Weil ich meine, es sah so eine Zeit lang so aus, als könnten wir das gewinnen. Aber jetzt sind wir draußen, Leute. Das war's mit dieser Saison. Das war's. Danke, Sainz. Sehr nett von dir. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch noch Platz. Oh, Hamilton ist Weltmeister. Ja, wow. Was für eine Überraschung. Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt wahrscheinlich sogar noch Platz... was ist das denn? Platz 8 verloren in der WM dadurch, oder? Kann ich mir echt vorstellen, ne? Weil Button musste 4 Punkte auf uns aufholen. Nicht 4 Punkte, 12 Punkte, dafür braucht er einen vierten Platz. Das kann gut sein, dass er das geschafft hat. Er ist auf dem Podium. Fick! Mann, das kann doch nicht sein, ey! Oh, Gott! Ey, wie behindert! Was macht Sainz denn da? Mann! Ja, natürlich ist Button jetzt auch noch auf dem Podium, ja, das heißt, wir werden jetzt Achter in der WM sein.
Wahrscheinlich sogar 9. oder so, wie ich mein Glück kenne. Aber Leute, komm, scheiße. Wir hatten ein sehr gutes Rennen. Ich denke mal, das war ja ziemlich ermutigend, sage ich mal, was die nächste Saison angeht, wo wir dann, wo das alles dann noch besser und noch größer wird, sage ich mal, wo wir vielleicht um die WM mitfahren werden sogar. Und ja, was soll man machen, ne? Es ist hart, aber das ist die scheiß Formel 1, ne? Und Sainz? Wo ist Sainz? Er hat immerhin keine Punkte geholt. Okay, zum Glück. Zum Glück. Ja. Ja, das ist schon bitter. Das ist schon bitter gerade. Es nervt mich gerade schon. Aber ja, ich will mich gar nicht so richtig aufregen. Weil, wie gesagt, wir hatten ein gutes Rennen. Es war ziemlich ermutigend, das zu sehen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und in der nächsten Saison, da geht es dann richtig los. Da werden wir dann um Siege mitfahren. Und auch hoffentlich um die Fahrer-WM. Jetzt schauen wir mal auf die Fahrer-WM. Und ja, Button hat uns bekommen. Okay. Ja, gut. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Punkte haben wir denn in Hockenheim? Falls sich daran noch erinnert, wo wir eigentlich Achter waren, aber durch so einen Bug sind wir Erster geworden. Da haben wir 21 Punkte zu viel bekommen, glaube ich. Weil für den ersten Platz bekommt man 25. Eigentlich hätten wir 4 bekommen, also 21 zu viel. Und mit 21 zu viel wären wir immer noch da, wo wir jetzt sind. Okay, also das ist doch, also mit 21 Punkten weniger. Dann hätten wir jetzt 85, glaube ich. Ich glaube 85 und somit wären wir immer noch vor Alonso. Hätten wir überhaupt dann 85? Ich glaube, oder? Ja. Es müsste sein, ich weiß gerade nicht, ich kann gerade irgendwie nicht mehr rechnen. Also ich kann es nie, aber ist okay. Ich glaube, wir hätten dann 85 und wären immer noch 9. Also das ist immerhin cool, dass uns das halt keine Position in der Fahrer-WM vorgebracht hat. Und ja, im Endeffekt muss man sagen, so Platz 7 wäre schon verfickt krass gewesen in so einem Renault. Aber es ist halt bitter, weil das ganze Rennen sah es gut aus und in der letzten Runde kommt dann so ein Sainz und tötet einen. Sauber sind die einzigen, die keine Punkte geholt haben. Okay, das ist interessant. In der Konstrukteurs-WM beenden wir diese Saison auf dem 6. Platz. Ja, das ist mehr als gut, würde ich mal sagen. Ja, und dann gucken wir uns mal an, was jetzt noch so kommt. Ich bin gespannt. Okay, erstmal natürlich die Ressourcenpunkte. Jetzt sehen wir auch, wie viele wir dann haben werden für die nächste Saison. Wir haben 3.648 und dazu kommen ja noch 25% Bonus. Okay, also das werden ziemlich viele sein. Schätze ich mal. Ich kann das jetzt nicht ausrechnen, ne? Ich bin kein Mathe-Genie, aber ja, oh, hier in der Fahrerposition kommen wir sogar nach vorne, weil Magnussen ja auch ausgeschieden ist. Und zwar früher als wir. Das heißt, es zählt sozusagen so, als wären wir vor ihm gewesen. Das ist cool. Ja, dann diese Karrierepunkte, ja, die sind halt da. Oh, und dann haben wir hier eine kleine Nachricht vom Team. Guten Tag, Kai. Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass deine Leistung unsere Erwartungen übertroffen hat und du bei der Fahrerweltmeisterschaft den 9. Platz erreicht hast. Du und dein Teamkollege Kevin Magnussen haben auch genügend Punkte gesammelt, dass wir in der Konstrukteursrangliste Platz 6 belegen konnten. Da steht Rang 6, aber ist okay. Wir freuen uns auf noch mehr Fortschritte in der nächsten Saison. Entspann dich eine Weile, du hast es dir verdient. Renault Sport Formula One Team. Ja, ich freue mich auch auf weitere Fortschritte in der nächsten Saison. Jetzt kommen die Verträge. Also ich denke mal, wir werden es gibt gute einen Neuigkeiten. Vertrag von Renault bekommen. Du scheinst einige Aufmerksamkeit zu erregen. Hier, das lag heute Morgen auf meinem Schreibtisch. Interessiert an einem Tapetenwechsel. Okay, Leute. Nein, nicht interessiert an einem Tapetenwechsel. Okay, die Verträge, die wir hätten, wären Force India, Toro Rosso, Haas oder unseren Vertrag bei Renault zu verlängern. Und ich habe das ja schon länger gesagt, ich will 2 Saisons jetzt bei Renault bleiben und die in der nächsten Saison zum besten Team machen und noch weiter nach vorne bringen, als wir jetzt eh schon in der ersten Saison gekommen sind. Ich meine, es ist ja sinnlos, in ein schlechtes Team zu gehen, die dann so bis zur Mitte zu bringen und dann da wegzugehen. Ich finde, das ist eben der Sinn an dieser Karriere in dem neuen Spiel jetzt, dass man ein schlechtes Team, ja, über mehrere Saisons halt, über 2 Saisons oder so nach, ja, vielleicht ganz oben bringt. Und das werden wir machen. Ja, also lass uns diesen Vertrag unterschreiben, würde ich mal vorschlagen. Und dann gucken wir, was jetzt noch kommt. Ich weiß es gar nicht. Okay, was ist jetzt noch los? Okay, wir könnten jetzt einfach zur nächsten Saison gehen. Ja, Leute, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Dort geht's dann los in Australien. Und dort werden wir dann die ganzen neuen Upgrades ans Auto bringen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden uns so viel leisten können für diese, ja, für diese ganzen Ressourcenpunkte, die wir jetzt hier gesammelt haben. Das wird richtig cool. Und ja, nochmal ein halbwegs enttäuschendes letztes Rennen, sag ich mal, insgesamt. Weil ich dachte, wie gesagt, zwischenzeitlich, dass der Sieg drin ist, aber ja, ne, so ist es halt. Ja, so läuft das manchmal. Wie gesagt, ich will mich gar nicht zu sehr drüber aufregen, weil es geht nicht um irgendeine WM für uns. Im Endeffekt war es nur Platz 7 in der Fahrer-WM. Das interessiert halt auch keinen. Es wäre halt cool gewesen, weil ich meine, wir sind in einem Renault gewesen. Da wäre das halt nice, so hinter den 3 großen Teams direkt zu sein. Aber ja, hat nicht sollen sein. Das war es jetzt aber mit dieser zweiten Saison, Leute. Ich möchte mich nochmal bedanken.
Ich möchte mich nochmal bedanken für eure ganze Unterstützung bei dieser Saison. Vielen Dank, dass ihr diese Folgen geschaut habt. Es hat mir richtig Spaß gemacht, diese Saison mit euch zusammen hier zu spielen und diese Videos zu machen. Und ich hoffe, dass es noch cooler in der nächsten Saison wird, wenn wir dann, wie gesagt, ein konkurrenzfähigeres Auto haben und endlich mal wieder Rennen gewinnen werden und regelmäßig auf dem Podium sein werden, hoffentlich. Ja, ich bin auch gespannt, was die anderen Teams so machen mit ihren Upgrades. Das war's jetzt aber, Leute. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bei dieser zweiten Saison. Vielen Dank auch fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und ja, die neue Saison startet dann relativ bald. Also ich habe da jetzt nicht vor, irgendwie ewig Pause zu machen. Wahrscheinlich so in 3-4 Tagen oder so. Halt so normal. Ich meine, die F1 2016 Folgen kommen jetzt auch so immer in 3-4 Tagen Abstand. Also so, ja. So wird das auch in der nächsten Saison dann sein. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank für eure Unterstützung, Leute. Und ja. Bis zum nächsten Mal, bis zum Start der neuen Saison. Haut rein, Leute. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye.